Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Mara. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher, dieses Jahr 2020 wird uns allen immer in Erinnerung bleiben. So viel kann man schon sagen. Ein wahrhaft historisches Jahr. Ein Jahr, das alles auf den Kopf gestellt hat. Aber ein Jahr, das auch eindeutig bestätigt hat: Sicherheit ist das wertvollste Gut der Menschen. Sicherheit ist die erste Priorität dieser Bundesregierung. Und gerade in Sachen Sicherheit braucht es Kontinuität. Und dieses Budget bestätigt und sichert die Kontinuität im Bereich der Sicherheit. Mit rund 3,2 Milliarden Euro schaffen wir 2021 neuerlich das höchste Sicherheitsbudget in der Zweiten Republik. Herzlichen Dank an dieser Stelle an unseren Finanzminister Gernot Blümel und seinen Verhandlungspartner Innenminister Karl Nehammer. Wir schaffen damit, meine Damen und Herren, gute Rahmenbedingungen für eine moderne Polizei. Wir können die begonnene Personaloffensive fortführen. 4.300 zusätzliche Planstellen und Ausbildungsplätze. Und Abgeordneter Einwallner, die Aufnahmewelle rollt, die sind tatsächlich da. Derzeit sind schon 3.600 Aspirantinnen und Aspiranten in den Bildungszentren und werden so auf den Einsatz auf den österreichischen Straßen vorbereitet. Wir können aber auch, meine Damen und Herren, die Polizei bei den wichtigsten Vorhaben im Bereich der Cybersicherheit und der Digitalisierung unterstützen. Wir können die Polizei unterstützen bei der Neugestaltung, bei der Weiterentwicklung der Ermittlungs- und Fahndungsarbeit in den diversen Bereichen. Aber wir können sie auch dabei unterstützen, dass sie Gewalt- und Opferschutz und auch, ganz besonders wichtig, mit der gesetzlichen Neuerung am 01.01.2021 auf die Täterarbeit konzentrieren. Und meine Damen und Herren, mehr als aktuell, mit diesem Budget werden wir umfassende Maßnahmen gegen alle Formen des Terrorismus und des Extremismus finanzieren. Und was ganz besonders wichtig ist, auch die Offensive, die Ausstattungsoffensive, die Ausrüstungsoffensive der Exekutive konsequent fortsetzen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es im getrennten Budgetbereich UG 18 das Budget für Asyl und Migration eigens ausgewiesen gibt, 2021 mit zusätzlich 315 Millionen Euro zum Sicherheitsbudget. Das kommt zum Einsatz. Zahlen, Daten, Fakten, meine Damen und Herren, stehen immer im Mittelpunkt einer Budgetdebatte. Hinter den Zahlen, Daten, Fakten stehen aber Menschen. Und da sind es 37.000 Polizistinnen und Polizisten und Mitarbeiter der Sicherheitsverwaltung, denen ich gemeinsam mit Ihnen an dieser Stelle herzlich danken will dafür, dass Sie rund um die Uhr Ihr Leben für uns einsetzen. Meine Damen und Herren, Gemeinsamkeit. Wir sagen doch immer bei den politischen Debatten, Sicherheit kann man nur gemeinsam gestalten. Sicherheit geht uns alle an. Und wissen Sie, was mich jetzt wundert? Ich habe mir heute das rot-pinke Regierungsprogramm angeschaut in Wien. Und wissen Sie, was da drin steht? Nein, besser sage ich Ihnen, was nicht drinnen steht. Es ist kein Wort drinnen zu mehr Sicherheit auf den Straßen in Wien. Was kann die Stadt Wien dazu beitragen? Es ist kein Satz drinnen über die örtliche Sicherheitspolizei. Es ist kein Satz drinnen, wie Polizeiinspektionen besser ausgestattet werden können, damit der Mieter Polizei beim Vermieter Stadt Wien entsprechend gut untergebracht werden kann. Zusammengefasst, meine Damen und Herren, entweder habe ich das Regierungsprogramm nicht gut gelesen oder müssen Rot und Pink noch fest miteinander arbeiten, dass sie das erreichen, was diese Bundesregierung sicherstellt. Sicherheit ist die Priorität 1 für diese Bundesregierung. Danke Innenminister Karl Nehammer. Ich bin froh, dass der Innenminister gerade in diesen Krisenzeiten Karl Nehammer heißt. Vielen Dank.